Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SpongeBob. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge... Oh Moment, warum sind wir hier wieder rausgekommen? Wir waren im Poseidon. Achso, wir sind direkt hier an der Grenze rausgekommen. Alles klar. Haben dort Roboter Sandy besiegt und haben uns jetzt hier eine weitere Welt erschlossen. Einmal Sandy, hier drüben Polizeirevier, den Abfalleimer vom guten Plankton. Da hinten sind die Sandhügel. Bereit für eine Runde Schwammball? Und Kumpel Blase, der Freund hier, der hat uns endlich das Blasenbowling beigebracht. Wie soll ich denn da hochspringen und schleichen? Das geht doch gar nicht. Ah doch, springen hören die nicht. Okay. Es glänzt. Also muss es wertvoll sein. Ach, so geht das Blasenbowling. Ist ja cool. Geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das stimmt. Riecht nach Sieg. Und können wir jetzt mit Blasenbowling? Jawohl, so funktioniert der Spaß. Cool. Sieht nicht unbedingt gesund aus für den Arm. Eine goldene Schlüpfer, wir können 5 tragen. Ein Schwamm, der 5 Unterhosen trägt, ist im Anmarsch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Du bist ein neuer Schwamm. Ach Mist, hier dürfen wir wieder nicht lang. Das finde ich teilweise ein bisschen schade, dass das nicht mit einprogrammiert wurde. 40 goldene Pfannwände. Wir haben gerade noch 24. Oh je, und ich dachte in der letzten Folge schon, wir sind fast durch. Wäre zwar, wie gesagt, ein ziemlich kurzer Spielspaß gewesen, aber trotzdem hätte ja sein können. Ich kenne halt das Originalspiel nicht. Ist ja bloß ein, also was heißt bloß, aber es ist ja ein Remake hier. So, Shady Shoals, Rest Home. Okay, wir gucken jetzt mal. Zur Sandy können wir bestimmt gehen. Sandy, deine Baumkuppel hat ein Leck. Diese Roboter haben einen Sprung ins Glas gemacht, SpongeBob. Mein Baumhaus ist bis zum Dach voller Roboter und du bist schuld. Also geh da rein und sorge für Ordnung. Wie der SpongeBob aussieht. Ei, ei, Captain. Fertig. Los, was soll ich machen? Okay, es ist zeitlich begrenzt. Ja, jetzt musst du mal zeigen, dass du das Schwamminator bist, mein Freund. Dir 1000 kaputt machen. Boxershorts schnappen wir uns. Sind bloß mit 2 Boxershorts hier reingestartet. Oh, was ist denn hier? Wir müssen auf jeden Fall erstmal die ganzen D1000 kaputt machen. Mensch, jetzt wird's richtig hektisch hier. Schon viel besser. Ich schätze, den hier brauchst du mehr als ich. Das war's schon. Dafür hatten wir 180 Sekunden Zeit. Okay. Ach, ist er nicht schön. Moment. Wasser wäre nicht schlecht. Du brauchst kein Wasser, du bist nur ein Schwamm. Hatten die nicht sonst immer so eine Kugel auf dem Kopf? Wenn die bei Sandy waren, also hier so ein Aquarium-Dings. Ein neuer Schwamm. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, wenn die Sandy besucht haben, war das so. Und ansonsten hatte ja Sandy immer so einen Anzug an. Können wir ins Hamsterrad? Weil er fühlt sich wie ein neuer Schwamm, hat er gerade gesagt. Er sieht ganz stark danach aus. Ach, schade, dass das nicht funktioniert. Komm. Ich wäre gern eine Runde im Hamsterrad gelaufen, aber... Was nicht ist, das ist nicht. Wie eine Frühlingsbrise. Können wir hier noch rein? Nö, dürfen wir nicht. Na gut, Sandy, leider ziemlich langweilig bei dir. Ich glaube, das ist nicht so effektiv, was du da machst, aber... Alles nicht unser Problem. Okay, da waren wir schon bei Sandy, dann gehen wir einmal noch hier hinein. Meer Jungfrau Mann und Blaubauschbube, meine Helden! Schießt mich mit einem Wasserball ab! Schießt mich ab, schießt mich ab! Sowas machen wir nicht mehr, Junge. Wir sind in Rente. Ist das der Fernsehtechniker? Nein, das ist schon wieder dieser aufgedrehte Schwammjunge. Oh! Bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Meer Jungfrau Mann, es wäre mir die größte Ehre, euren Fernseher zu reparieren. Prima!
Hey, Schwammjunge, möchtest du uns wirklich helfen? Oh, Junge, und wie? Also dann, aber bremst deinen Enthusiasmus ein bisschen. Mein Darm wird schon unruhig. Wir haben unten in der Heldenhöhle ein kleines Problem mit ein paar Robotern. Bist du sicher, dass du das hinbekommst? Klar. Absolut, Blaubauschbube. Nun, dann geh zum Sofa, um in die Heldenhöhle zu gelangen. Wir treffen uns unten. Ist schon Puddingabend? Das gute Altersheim. Die Nase von Blaubauschbube. Sie ist immer wieder schön. Da läuft doch Fernsehen. Was hast du denn? So, bloß Standbild, ne? Natürlich ein bisschen doof. Was ist da unten? Das sieht aus, als würde Plankton im Keller stecken. Jetzt gucken wir uns doch mal genauer an. Wir machen erstmal die hier kaputt. Ich wollte schon immer mal Meerjungfraumann schlagen. Okay. Guck mal, die kann wheelen. Die macht krasse Wheelies mit ihrem Rollstuhl. Ich mach bloß noch schnell die Tikis kaputt. Und dann kann es auch schon weitergehen. Ey, sie hat von alleine gewählt. Ich habe gar nichts gemacht. Wisst ihr, wir haben ja ein neues Hobby gezeigt. Wie kommen wir denn hier in den Keller? Müssen wir da vorher raus? Scheint so. Wir gucken mal. Einmal hinaus in die große Welt und schauen, ob wir hier von außen reinkommen. Wir lassen erstmal die ganzen Donner-Tikis explodieren. Nö. Ah, der hat doch gesagt, die haben ein Problem mit Robotern im Keller. Wir gehen nochmal hier rein. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Da habe ich anscheinend was übersehen und das wäre alles nicht so gut. Schachmatt, der König des kontaktlosen Sports. Alle Neune! Aber hier geht es nirgendwo runter. Ich spreche nochmal mit ihm. Ist das schon wieder der... Junge, wenn ich du wäre, würde ich abhauen und zwar schnell. Hä? Entschuldigung, dass ich das erste so schnell weggedrückt habe. Ah, okay. Das hat was gebracht. Gegen Fernseher hauen, vielleicht hat es ja schon geholfen. Wir haben auf jeden Fall umgeschalten. Jetzt sehen wir SpongeBob sein Zuhause. Ein trauriges Zuhause. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Wie viel haben wir denn? Wir haben schon wieder 10 Socken. Das heißt, wir können sogar abliefern bei dem guten Patrick. 25 Funwender. Also es schaltet jedes Mal um. Guck, ist jetzt wieder zufrieden. Also ich weiß nicht, was wir hier groß machen sollen. Ich sehe zwar hier, wo haben wir den vorhin gesehen? So ein Stückchen rausgeguckt aus so einer Planke, aber... Huch, Google geht auch. Aber ich weiß nicht, wie wir hier in den Keller kommen sollten. Na gut, wir lassen das erstmal und schauen mal, was sonst noch alles auf uns Schönes wartet. Ich hoffe doch so einiges. Wenn wir dich hauen, bringt das was? Jetzt möchte ich wieder alles hauen. Es bringt was. Wollte gerade sagen, jetzt möchte ich wieder alles hauen. Ich sollte mal wieder waschen. Wenn ich die ganze Zeit denke, dass wir dann Socken kriegen. Und anscheinend denke ich sogar richtig. Komme ich hier hoch? Ja. Ohne unsichtbare Wand, wollte ich gerade sagen. Nein. Okay. Mr. Krabs, zu dir komme ich später. Du gibst mir immer viel zu viele Aufgaben aus. Kumpelblase. Brauchen wir erstmal nicht. 25, dann kommen wir hier hin. Dann gehen wir doch einmal hier hinein. Nach Rock Bottom. Willkommen in den dunklen Tiefen von Rock Bottom. Die Heimat von seltsamen Kreaturen und Souvenir-T-Shirts. Souvenir? War das ein schlafwandelnder Fisch, der sich in die Hose gemacht hat? SpongeBob, ich bin ja so froh, dass du hier bist, ob du es glaubst oder nicht. Ich bin auch froh, dass ich hier bin.
Die Roboter haben unbezahlbare Kunstwerke aus dem Museum gestohlen. Wenn du sie mir alle zurückbringen kannst, bekommst du als Belohnung einen goldenen Pfannenwender. Was wollen sie mit den Kunstwerken? Stell lieber keine Fragen, mit deren Antworten du nicht klarkommst. Betrachten Sie die Kunstwerke als gerettet, Mrs. Puff. Ja, die ging ja schnell in die Höhe. Mal vielleicht ein... Das ist ein Schlafenszeitroboter. SpongeBob muss in seiner Nähe ganz leise schleichen, sonst wacht er auf. Ja, ich weiß, was ich zum Schleichen drücken muss, aber danke. Ja, haben wir da vielleicht... Ah, das ist sein Umfeld. Haben wir da vielleicht einen Nerv getroffen? Sind Sie heimlich eine Kunsthehlerin? Hm? Also, sie freut sich ein bisschen dabei, wenn wir ihr den Popo versohlen. Also, ich würde das Gesicht jetzt nicht als traurig empfinden. Oje, oje. Oh nein, den Bus wieder verpasst. Ach, das war doch, glaube ich, sogar so in der Folge. SpongeBob ist nur ganz schnell zum Süßigkeitenautomaten, genau, und dann kam der Bus und ist abgehauen. Cool. Wir holen uns erstmal noch hier die glänzenden Objekte. Wie viel haben wir denn? Über 13.000 jetzt. Nein, aber gleich. Können wir die dann auch mit Blasenbowling erwischen? Yes. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach Sick. Zeit für eine kleine Schleicherei. Okay, die sind ja easy, wenn wir bloß schleichen müssen. Stellt das nicht die größte Aufgabe dar? Wir holen uns noch schnell die glänzenden Objekte hier oben. Hier haben wir noch eine Atombombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Ist gerade erst aufgetaucht. Diese Plattformen brechen zusammen, es sei denn, SpongeBob schleicht sich ganz vorsichtig darüber. Okay, anscheinend geht es hier überall ums Schleichen. Es ist halt aber auch Nacht. Das Taxi hat uns so weit gefahren, wir sind direkt in einer anderen Zeitzone. Ich halte es nicht aus. Nein! Ich bin losgeschlichen. Ich muss die Taste anscheinend nochmal drücken. Ich hatte die gedrückt gehalten in der Zeit, wo wir gewartet haben. Und das hat er nicht so ganz akzeptiert. So. Nimm das! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Na komm. Bitte jetzt. Ja, er schleicht. Uah. Okay, springen geht. Kumpelblase. Kumpelblase, für eine Blase kommst du ganz schön herum. SpongeBob, die Roboter plündern das Museum von Rock Bottom. Aber sie haben die Straße dorthin zerstört. Du musst geschickt sein und dir einen anderen Weg suchen. Ich könnte diese ganzen Briefmarken anlecken und mich hinschicken. Könnte funktionieren, aber anschleichen geht vielleicht schneller. Schade, ich hätte mich gerne selber per Post verschickt. Na, zum Glück lag eine Schlüpfer gleich daneben. So, hier haben wir wieder so einen Schleichroboter. Ja, ist gut. Zack. Uah, was ist mit ihm? Eine Bombe, eine Roboterbombe. Die ist ja uncool. Ah, die sind tatsächlich alle relativ einfach. Kommen die einfach... hier oben ist ein D1000, ne? Dich hole ich. Nein, wir kriegen den nicht. Aber ist das der, der die dupliziert gerade? Also, der die alle wieder hierher bringt? Oder wo kommen die her? Jo, der ist es. Okay. Tschüssi. Das sieht nach einer sehr spaßigen Rutsche aus hier drüben. Die probieren wir dann gleich aus. Du kannst diese Teleportkiste nutzen. Ja, das weiß ich doch. Schlüpfer brauchen wir nicht, also brauchen wir auch nicht dorthin schleichen. Was haben wir hier? Oh nein, wieder so einer. Wie komme ich denn da hoch? Ach, hier wahrscheinlich. Aber das ist doch so ein Ding für Sandy, oder? Damit kann ich da nichts anfangen. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach Sick.
Vielleicht brauchen wir eine Bushaltestelle. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Oder wir machen erstmal hier hinten lang. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier hin. Ich mag Seifenblasenbowling. Damit kann man einfach alles holen. Das ist echt cool. Wow. Und das nächste. Was ist mit ihm? Nimm doch mal die Zunge rein. Okay, vielleicht sollen wir mit SpongeBob erstmal die ganzen Dinger hier aufstellen. Und wechseln dann am Ende zu der guten Sandy. Und können mit ihr dann dort ran. Ranschlängeln mit ihrem Lasso. Nein, der hat mich gehört. Ah, okay, also wir haben gar keine Chance, wenn wir nicht schleichen. Der piekst uns sofort. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Sehr gut, wir kommen zum D1000, alles klar. Aber weiter hochgekommen wäre ich hier ja nicht, ne? Nö. Brauchen wir wahrscheinlich dann wirklich die Sandy dafür. Ich hoffe mal, dass sie ihr Zuhause wieder repariert hat, dass kein Wasser reinfließt. Genau meine Größe. Damit sie auch Zeit hat, uns zu helfen. Wäre natürlich schlecht, wenn nicht. So. Dann. Machen wir erstmal wieder zum D1000. Ah, hier ist ja auch noch einer. Alles kein Problem für uns. Mittlerweile sind wir Profis. Das haben wir auch noch. Es sieht doch langsam aus wie ein Weg, der sich hier erschließt. Jetzt lasst uns noch den anderen D1000 holen. Wo sind wir denn? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber von hier hinten sind wir gekommen. Naja. Ist doch gut. Beruhigt euch bitte. So, genau. Von hier sind wir gekommen. Und hier rechts hoch. Hier müsste ja der D1000 kommen. Genau. Alles klar. Und dann kommen wir auch auf die Rutsche. Vielleicht ist es auch gar keine Rutsche, sondern ein normaler Weg. Sah aber erstmal aus wie eine Rutsche. Vielleicht wird es ja später noch eine. Lassen wir uns überraschen. Nächstes Tor ist zu. Und jetzt rollen wir. Nein. Achso, das Tor bleibt bloß eine gewisse Zeit. Ich hoffe, wir sind... Oh. Hallo. Okay. Wir haben es anscheinend geschafft. Das ist wieder Schleichweg wahrscheinlich. Achso, nö. Oder Rollen ist auch genauso leise. Kann natürlich auch sein. Wow. Okay. Aber alles kein Problem für uns. Gar kein Problem. So. Haben wir auch geschafft. Oh oh. Tabasco-Soße. Da sollten wir vielleicht lieber nicht reintreten. Und der Schwamm sich damit vollsaugt. Sind wir denn jetzt richtig gelaufen? Ich weiß es gar nicht. Die Tabasco-Soße sollen wir ja sicherlich nicht rein. Ach hier, wir können wieder hier so ein Sprungdings machen. Okay, das habe ich nicht gesehen auf den ersten Blick. Und kommen wir von hier jetzt hier drüben drauf? Ja, ne? Ja. Und Bushaltestelle, da können wir zur guten Sandy wechseln. Sehr gut. Und da ist die Sandy. Und mit der sollten wir jetzt hier den Weg haben. Schnappt ihr das? Ach Mist. Hat noch eins gefehlt. Ah, fast runtergefallen. Ich hoffe mal, die kann das hier auch, aber ich denke doch mal. Nee, die kann das nicht. Ja, super. Und jetzt? Sollten wir vielleicht gar nicht? Aber das sah so sehr danach aus. Oder wir sollen wirklich wieder komplett runterlaufen? Kann es mir halt kaum vorstellen. Dass wir dann von ganz unten anfangen, hier an das Ding da dran. Gerade ein bisschen Angst, dass das nicht so läuft, wie es laufen sollte.
Naja, ich würde sagen, ob das so richtig war oder nicht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerade SpongeBob ist ein Spiel, was man einfach so schön mit Gehirn ausschalten spielen kann. Und man sich einfach drüber freut über all die Erinnerungen und diese schöne Comic-Grafik. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Also falls ihr Bock drauf habt, holt euch auf jeden Fall das Spiel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen 19:30 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.